Zurück bei Grey Matter. Wir haben zwei Schlüssel aktuell. Und wir müssen jetzt weiter versuchen, in den Herzraum zu kommen. Und von da aus. Ich muss erst überlegen. Hey, wir müssen wieder in diesen Peak-Raum gehen, wo Keule jetzt rumsteht. Atlas? Atlas? Atlus? Atlas? Atlas? Ja. Geht mir jetzt die Decke vom Kopf fern. Und. War das der hier? Irgendeiner von ganz hinten oder ganz vorne? Ja, oh, ich bin so gut. Genau, und dann hier hinten durch. Ich hoffe, Atlas hilft mir aus der Patsche. Wenn nicht, wäre es komisch. Doch, das sollte er schaffen. Das ist ja der Typ, der sich die Welt stemmen kann oder so. Und das ist ganz zufällig eine weltförmige Kugel. Es hat funktioniert! Fantastisch! Das ist kugelartig und sieht aus, als wäre die Welt so drauf. Huch, bin jetzt kaputt. Kann ich jetzt irgendwie irgendwo anders hin? Die Atlas-Statue stützt die Decke. Ja, das ist schön. Starker Typ. Ich kann nur wieder zurück jetzt. Was hat mir das jetzt gebracht überhaupt? Ist jetzt wieder alles anders? Ach stimmt, ich muss ja irgendwie eine Frau finden. Zählt die eiserne Dame als Frau? Ich weiß noch nicht, was mir das alles bringt. Ein großer Tierschädel. Wahrscheinlich von einem Hirsch oder einem Elch. Was hat die eigentlich noch in der Hand gehabt? Ach, die schon, die hat irgendeinen Hinweis? Oder war das für den Ausgang? Verlassen ist eine Option. Karo 6, ja doch, das war dann. Ja, Ja, genau. Ich versuche jetzt immer die Ausgänge wieder durchzugehen. Also mittlerweile finde ich es nicht mehr unheimlich, sondern will er irgendwie. Was ist denn hier der andere Ausgang? Gehe ich da nicht mehr hin hier. Ja, komm hier durch. Ah, okay, wir sind jetzt hier draußen. All diese kleinen Plattformen scheinen gleich weit von. Okay, gut, wir können wieder zurück. Hä? Ja, doch, das war der komplette Ausgang, nämlich. Mal gucken, was rausgeht hier. Ich meine, ich könnte mir das auch aufschreiben, ich habe mir extra noch Zettel und Stift liegen. Das wäre zu einfach. Und noch ganz hinten durch. Ich muss jetzt eigentlich wieder ins Herzzimmer, soweit ich weiß. Irgendwie die Frau finden? Irgendeine Frau finden. Ja, hier, Königin, aber sind wir ja schon durch, da haben wir schon unseren Schlüssel herbekommen. Ach. Gucken wir jetzt an. Ah, gut. Ach, da hinten stehe ich. Kreuzdame. Naja, das hatten wir ja hier schon alles. Also eigentlich sind wir hier auch schon fertig. Gehe ich wieder zurück. Jetzt mal, das ist der Weg. Ah.
Na gut, versuchen wir noch den Schlüssel schon reinzupacken. Ich habe noch die Handschellen für was auch immer. Ich habe Atlas hält jetzt die Weltkugel, warum auch immer. Ich könnte ja irgendwie durch die Tür trotzdem nicht durchgehen. Hier ist der grüne Schlüssel. Ich brauche nur noch einen Schlüssel. Das leuchtet also schon. Statuen in... Oh, eine Frau. Die Jungfrau hier, die Eisern, das ist das Einzige. Und der bärtige Busentyp wow. hier. Dieses Cembalo ist bei dem Licht ja total winzig. Cooler Effekt. Ich glaube, das nur durchs Licht. Wow. Ich meine, ich habe schon viel davon gehört, dass man irgendwie in einer Ecke vom Raum sieht es auf immer anders aus, aber... Naja, welche Tür hatten wir jetzt? Es ist schon wieder... Warte, ich will nochmal kurz... Informationskästchen. Das ist auch schon sehr nett mit diesem Namen gemacht. Offensichtlich muss ich mich nach einer Frau umsehen. Offensichtlich... Okay. Falsch. Ja, also... Pik Dame wäre jetzt auch eine Frau, so im Prinzip. Mit Pistolen hatten die ja noch irgendwie was zu tun. Kann ich mir die nochmal angucken, außer dass die Hand rauskommt. Das ist im Prinzip auch eine Frau. Verlass. Verlass. Okay, gut, wir gehen hier nochmal. Vielleicht geht's jetzt auch weiter. Nein. Total sinnlos. Da, der violette Schlüssel. Verarsch mich doch nicht. Ich habe den violetten Schlüssel. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ja, logisch. Logisch ist alles. Ist, okay. Nur wieder einen richtigen Ausgang finden jetzt. Ich ärgere mich gerade so. Ich habe ihn doch schon angeklickt. Ich habe ihn doch angeklickt, oder? Hat doch jeder gesehen. Ja, ich weiß. Fünfmal anklicken und dann erst sicher sein und... Unglaublich. Ich habe Angst. Ich will speichern. Die jagen mir bestimmt gleich wieder einen Herzinfarkt ein hier. Ich kann nicht speichern. Warum kann ich nicht speichern? Achso, ich weiß warum, weil ich hier raus muss. Oh Gott. Ich speichere eben echt noch. Guck, wie viel Prozent war? 58. Ach, okay. Wir gucken noch. Mit dem Spiel des Lebens sind wir fertig. Okay. Wir gehen durch die Tür. Und der grinst so ganz behindert hier in unsere Kamera rein. Das müssen alles Mitglieder des Daedalus-Clubs sein. Ich traue keinem von ihnen. Ich will mit Mephistopheles reden, aber ich muss ihn irgendwie dazu zwingen, die Wahrheit zu sagen. Er ist so schlüpfrig wie ein Aal. Nehmen wir doch die Kettensäge von vorhin und... Ich will mit Mephistopheles... Echt? Ich hole mir jetzt die Kettensäge und dann kriegt er so vom Kopf, ey. Das kann er aber wissen, ja. Die haben auf den Bildern schon mit den... Ich glaube, das war in dem... Rum mit den Schrumpfköpfen auf den Gemälde hatten die ja diese... Hier, komm. Kiste mit Kettensäge. Na? Ich war noch nie... Trägt auf jeden Fall... Na? Ich war... Trägt oh, auf... Oh Gott.
Ich war zurück auf. Hä? Oh, Pistole. Okay. Aber vorher lag die noch nicht hier, oder? Oder ist das jetzt so, weil ich auf der Suche nach Waffen bin? Ich glaube, ich werde versuchen, diesen Schaukasten... Oh, keine Spezialeinheiten, die diesen Raum hier stürmen. Ich glaube, im Moment bin ich sicher. Eine Pistole. Da es einige Leute gibt, denen ich gerne eine Kugel in den Kopf jagen würde, könnte ich dieses Ding gut gebrauchen. Ich leih mir die Pistole mal aus. Vielleicht brauche ich sie ja noch. Ich weiß nicht, das ist bestimmt auch relativ bekannt. Oh ja, und dann haben wir zwar keine Kettensäge, aber ich denke, eine Pistole wird vermutlich den gleichen Effekt haben. Sie wäre so schön gewesen. Oder hier so ein Schwert. So, ist reingestürmt. Ich glaube, die Kamera, da wird auch wieder weit auspacken. Gut. Du kleinere Bastard. Wir werden sehen, wer von uns am längeren Hebel sitzt. Was mit der Zoom-Funktion? Kannst du die Dokumente genau ansehen? Ja, das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal gemacht. Genau, Objekt und dann Bedrohung hier überleben. Hallo. Samantha, Ihr Auftritt heute Abend war fabelhaft. Danke. Gesellen Sie sich doch zu mir und sagen Sie mir, was Sie vom Club halten. Hören Sie mir genau zu. Sehen Sie diese Pistole? Ich will die Wahrheit wissen, und zwar jetzt. Oder ich schieße. Eine Pistole? Wozu das? Ich will ein Geständnis, dass Sie hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecken. Und ich gehe nicht, bevor Sie nicht ausgepackt haben. Sind Sie verrückt geworden? Ich war derjenige, der Sie diesem Club empfohlen und Ihnen den heutigen Auftritt ermöglicht hat. Haben Sie denn kein bisschen Anstand? Lenken Sie nicht vom Thema ab. Sie können mich nicht ruhig stellen, nur weil Sie mir einen Auftritt beschafft haben. David glaubt, dass ich hinter der meisterhaften Inszenierung in Oxford stecke. Ich werde nicht zulassen, dass er mich sein Leben lang hasst und denkt, dass ich ihn getäuscht habe. Ich verstehe. Und? Die Liebe ist immer ein edler Beweggrund. Und wohl der einzige, der ein derart unflätiges Verhalten entschuldigen kann, junge Frau. Ich liebe David Styles nicht. Niemand will mich verstehen. Doch. Ich verstehe Sie. Wo bleibt Ihr Geständnis? Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich umstimmen können. Lassen Sie mich einen Moment nachdenken. Das Problem ist, wenn man sich allzu sehr mit Illusionen und Inszenierungen beschäftigt, neigt man gerne dazu zu denken, dass jeder andere das auch tut. Ich war mir sicher, dass Sie hinter den Vorfällen in Oxford stecken. Das tue ich nicht. Der verrascht uns doch gerade. Wenn Sie es nicht sind... Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Ach, kommen Sie. Halten Sie mich nicht länger zum Narren. Dann muss ich Ihnen wohl etwas zeigen. Nun gut, kommen Sie mit. Vor allem die Gäste im Hintergrund so voll geschillt. Okay. Noch in seinen früheren Jahren bestimmt. Mephistopheles. Das war unglaublich. Aber die Aufnahme ist alt. So eine Illusion braucht man technische Hilfsmittel, die es damals doch noch gar nicht gab, oder? Ich verstehe das nicht. Sie glauben nicht an echte Magie, wie fast alle Zauberer, weil sie so damit beschäftigt sind, ihre Illusionen zu erschaffen. Sie meinen, er konnte wirklich Blumen manifestieren? Das ist doch verrückt. Sind Sie sich da so sicher? Aber was hat das mit der Inszenierung in Oxford zu tun? Die von Ihnen gesuchte Person ist kein Illusionist. Betrüger? Solange Sie nach einem suchen, werden Sie den wahren Schuldigen nicht finden. Oh mein Gott, ich weiß, wer es war. Oh Gott. Hä? Laura.
Gott. Laura. Was ist mit dem Krawattentypen? Oh Gott, was? Raus! David, das ist Angela. Nein, ich bin Laura. Ich bin Laura. Was zum... Alles in Ordnung? Es hat nur meine Jacke erwischt. Angela ist weg. Wohin könnte sie gehen? Irgendeine Idee? David, Angela ist psychisch krank und sie ist besessen von ihnen. Und dann ist da noch diese völlig verrückte Sache mit ihrem Vater. Alle Vorfälle auf dem Campus stehen im Zusammenhang mit einem Foto ihres Vaters. Er ist ums Leben gekommen, als sein Pub abgebrannt ist. Abgebrannt? Ja, arme Angela. Das muss sie ganz schön mitgenommen haben. Aber ich verstehe nicht, wie sie das alles macht. Wie zum Beispiel die Gewichte im Fitnessraum. Sie sind einfach durch die Luft geflogen und... Ihr Gesicht. Das sieht völlig normal aus. Es sieht schlimm aus, oder? Ja, schlimm. So schlimm wäre ich jetzt auch nicht, das bisschen Narbe da. Ich will Angela finden. Sofort. Wo könnte sie sein? Ich glaube, ich weiß es. Ich erzähle Ihnen alles unterwegs. Das hatten wir schon mal, dass ich weiß, wo Angela ist. Angela! Oh. Gott. Lasst mich in Ruhe. Geht weg! Das sieht doch voll fertig aus gerade. Vielleicht solltest du mich mit ihr reden lassen. Bleib zurück, Sam. Darum muss ich mich alleine kümmern. Okay, okay. Also spitze ich euch jetzt wirklich ganz schön zu. Das ist heftig. Das ist echt... Wir hatten den Verdacht zwar schon, aber... Dass es so krass ist. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ist schon gut, Angela. Wir wollen nur mit dir reden. Sprich für dich selbst. Ich weiß, wer du bist, Angela. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Warum belästigen Sie mich? Warum sind Sie hier? Oh Gott, okay. Erstmal speichern. Ich kann nicht speichern, scheiße. Spiel fortsetzen. Ich kann gerade gar nichts. Wie macht sie das? Echte Magie? Nein, echte Magie! Sam, verschwinde sofort. Das ist zu gefährlich. Ich gehe nirgendwo hin. Mein Gott, sie kann zaubern. Sie ist eine Hexe, verbrennt sie. Ja gut, aber jetzt auf jeden Fall speichern. Ja, doch hier oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm, bitte, mach fertig hier, abbrechen und weiter. Okay. Was haben wir denn zur Auswahl? Die krassen Schalter? So, das sollte ich mir Es würde nichts nützen, das Becken zu öffnen, wenn Angela nicht in der Nähe ist. Es wird in der Nähe sein. Was hab ich denn? Ja. Komm, geh zurück oder irgendwas. Bereit. Oh ja, jetzt kommt's. Von ihr die Papierfee bekommen, jetzt hau ich sie in die Fresse. Ich weiß ja gar nicht, was... Ah gut, mit ihr benutzen? Angela liebt Feen, aber es würde nicht viel bringen, wenn sie mich dabei sieht, wie ich eine Papierfee hochhalte. Es muss einen anderen Weg geben. Ach komm, passt doch. Bereit. Jetzt aber. Ja, sicher? Ich glaube nicht, dass die Fee die irgendwie ablenkt hier. Dann haben wir den Schalter halt noch, wenn sie in der Nähe ist. Also, was bringen sie? Eine Fee.
Was? Ach da, ja. Was hast du vor? Ja, ja. Los, komm, David, mach den Schalter und dann... Naja, ich weiß schon, langsam vorsichtig, aber... David, jetzt! Na los, hauste. Oh, ich bin auf einmal David geworden. Yay! Krass. Ich finde, das hätte er aber noch selbst machen können. Aber ich finde es schön, wie sie zusammengearbeitet haben. Ah! Ins Wasser gefallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil auf einmal alles verschwunden, ja? Und sie kann nicht mehr zaubern. Gut gemacht, Sam. Das sollte sie daran hindern, Feuer zu manifestieren. Zumindest vorübergehend. Geht weg! Feuer, das war irgendwie elektrische Wolken, keine Ahnung. Hinterher! Darum muss ich mich selbst kümmern. Okay, aber bitte sei vorsichtig. Seit wann sind sie beim Blue gelandet? Blam, blam, blam. Ich hätte dir an dem Tag im Sprechzimmer zuhören sollen. Was du getan hast, war nicht richtig, aber ich weiß, dass du Laura nicht wehtun wolltest. Wir müssen einander vergeben. Und uns selbst. Ich will dir helfen, diese Sache zu kontrollieren, damit niemand mehr verletzt wird. Man kann Feen nicht kontrollieren. Sie tun, was sie wollen. Ich habe Feen geliebt, aber sie haben meinem Daddy wehgetan. Sie waren sehr böse. Angela, komm her. Setz dich zu mir. Oh. Sei ein braves Mädchen. Sie sind nicht mein Dad. Sie sind nicht Jesse Mulholland. Angela! Da ist er! Sehen Sie ihn? Er ist direkt hier. Angela! Angela, hör mir zu. Was deinem Vater passiert ist, war nicht deine Schuld. Er hat dich geliebt und hätte gewollt, dass dir geholfen wird. Feen können fliegen. Naja, fallen. Was? Nicht mal irgendwie ein Versuch, dir zu helfen? Oh Gott. Ich bin froh, dass wir alle zur Beerdigung gegangen sind. Außer uns war ja fast niemand da. Ganz schön traurig. Ich muss die ganze Zeit an sie denken. Wie kann man sich nur das Leben nehmen? Seit dem Vorfall im Speisesaal war sie so komisch, als hätte sie sich dafür verantwortlich gefühlt. Das ist doch verrückt. Hatten Sie nicht etwas auf Ihrem Gehirnscan gesehen, Dr. Stiles? Was war es? Eine Aktivität in Ihrer Massa Intermedia, einem kleinen Bereich im Gehirn, den nicht jeder hat. Wir kennen seine Funktion nicht. Selbst wenn dieser Bereich vorhanden ist, konnte dort bisher nie etwas gemessen werden. Aber bei Angela war er aktiv. Und zwar direkt vor den Vorfällen auf dem Campus. Also, war sie sowas wie ein Alien und hat wirklich die Vorfälle auf dem Campus verursacht? Mit ihrem Gehirn? Natürlich war sie kein Alien. Nur ein sehr außergewöhnlicher Mensch. Und was die Vorfälle auf dem Campus betrifft, ich habe keinerlei Beweise. Die Autopsie hat nichts ergeben.
Und von Ihnen hat auch niemand irgendwelche Beweise. Daher denke ich, dass Diskretion die klügere Entscheidung wäre. Mann, ist das abgefahren. Was haben Sie jetzt vor, Dr. Stiles? Ich werde forschen. Viel forschen. Prinzipiell jetzt genau das, was er wollte. Und ich durfte wohl noch etwas bleiben. Du bleibst also hier? Bei Dr. Groß, düster und tödlich? Ich wäre doch echt blöd, wenn ich hier abhauen würde. Tolles Haus, gutes Essen und 100 Pfund die Woche. Ja, ja, schon klar. Sam, schaff dieses verdammte Kaninchen weg! So irgendwie klar, dass das noch kommen muss. Das hatten wir jetzt wirklich in jedem Kapitel gehabt. Oh, und wir haben es geschafft. Das ist unglaublich, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir jetzt an hier überhaupt? So ein scheiß Mindfuck-Ende. Na gut, man hat ja schon vorher erfahren, dass da so eine verrückte, nicht verrückte, sondern so eine hochbegabte Frau zu Stiles ins Büro gegangen ist. Und ihn fragen wollte, was los ist mit ihr, ob er sich damit auskennt. Ich verstehe nicht, warum wir dieses Ich bin Laura drinne hatten, das also Laura Stiles, das war ein bisschen. Vermutlich das Ende, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist. Einfach nur Verluste in diesem Spiel hier, dass jeder stirbt und jeder nur Leute hat, die sterben. Du bist ja hier gestorben, ist nur einer gestorben. Aber dass die jetzt so richtig zaubern konnte, fand ich geil. Und dass gerade Mephistopheles der Meinung war, dass es Leute gibt. Also der kannte, ich weiß nicht, ob er es selbst war. Ich glaube, er war es selbst, der richtig Magie anwenden konnte. Aber wenigstens ist er nicht ganz durchgedreht dadurch. Ich weiß nicht, für Leute, die sich da interessieren, die mit denen gehören, vielleicht können sie mal Wikipedia anschmeißen. Aber ich habe auch gar keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, sowas so. Der hat gesagt, das hat auch nicht jeder Mensch in sich, also im Gehirn, dieses Massa, irgendwas, I. An sich hat es aber irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen, auch wenn ich wirklich ab und zu nachgeguckt habe, gerade hier, was bei diesen Sitzungen war. Wo man sich wirklich denkt, so wie soll man auf sowas kommen, das ist unglaublich. Also bei dem ersten paar Mal gut, Sam hat ein paar Notizen gemacht, wann jeweils die Unfälle gemeldet wurden, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir das sonst auch wussten, irgendwie. Oder einfach nicht gemerkt. Ja, Abspann lasse ich einfach mal durchlaufen. Es sind auch interessante Bilder mit dabei. Ich finde das richtig gut gezeichnet. Also allgemein, die Cutscenes waren richtig gut gezeichnet, richtig gut gesprochen vor allem alles. Ich glaube sogar von der Länge her vom Spiel insgesamt fand ich, ja doch, war okay. Nicht zu viel, aber auch nicht nach 10 Minuten zu Ende im Prinzip. Das hat glaube ich sogar einen Jahrespreis gewonnen, das Spiel, also ich glaube 2010 oder so. Für bestes Adventure oder was auch immer, Jahrespreis halt. Ja, das ist aber glaube ich auch von Jane Jensen, ich weiß gar nicht, ob sie, er, auch Black Mirror gemacht hat. Ja. Ich glaube schon fast ja. Ich weiß ja nicht, von ist ja glaube ich von den gleichen hier dieses DTP Entertainment. Gott. Ja. Man hat ja auch mal von der Grafik her hat man es ja gesehen, wenn man so draußen rumgelaufen ist. Es hatte schon Ähnlichkeiten gehabt, wer es kennt. Keine Bilder. Ich fand's cool, muss ich sagen. Gerade das mit den Zaubern immer hin und wieder mal. Als ob man keine Hobbys hätte. Jetzt kommen noch ein paar ganz viele Namen noch. Ja, meinte ich ja DTP Entertainment. Oh.
Es ist irgendwie logisch, dass es irgendwie ähnlich aussieht. Oh, da mit diesem komischen Baum. Laura plus David. Sehr verkommen. Ja, und ja, ich sag schon mal danke fürs Zusehen überhaupt. Ich weiß gar nicht, wer sich überhaupt das bisher her anhört, aber wenn, dann vielen Dank dafür. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt kommen noch ein paar Tester. Oh Gott, sind das viele Tester. Warum haben die nicht rumgenölt auf irgendwas? Bestimmt haben sie es getan, aber nicht richtig genug. Ich hätte mir noch so eine Karte gewünscht, so mit einfach irgendwie anklicken und dann ist man direkt da. Nicht so wie, also noch detaillierter als diese Karte, die man jetzt schon so hatte. Waren sich gut markiert, wo man irgendwie noch was zu tun hatte. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Swords of Magic. Ich habe mich ja für diesen scheiß Ladescreen verantwortlich. Ist ja gehört verprügelt. Ich meine, schön, dass die abwechselnd da irgendwelche was hingeschrieben haben, was auch teilweise hilfreich ist. Aber wirklich interessante Sachen, was für Sam war oder so. Nee, nichts. Wird sofort weggemacht. So, jetzt kam schon Special Thanks an jemanden. Dann war es das gleich und ja, ich bedanke mich an der Stelle nochmal fürs Zusehen. Und jetzt läuft noch Musik und der Bildschirm ist schwarz. Gut, ich mach auf. Macht's gut. Es passiert doch noch was. Frankensteins Braut. Soll das ein verdächtiger Hinweis sein auf ein mögliches zweites Kapitel? Gut, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ja, tschüss.